Und damit willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Age of Empires 2 Definitive Edition. Und wir haben hier heute direkt ein Special am Start. Wir haben gerade mal 3 Folgen auf dem Kanal hier gemacht und wir sind heute nicht zu zweit da, sondern haben einen Gast dabei. Ihr seht es schon im Video, Bodkin Arrow. Guten Tag, und ich sage an beide Zuschauer dann auch hier: Hallo, ich habe ein Special mit zwei weiteren. Richtig, genau. Können wir uns vielleicht auch mal kurz vorstellen? Wir sind die Battle Brothers. Wir machen eigentlich hauptsächlich Age of Empires 3. Bodkin hauptsächlich Age of Empires 2. Und wir haben gedacht, naja, nachdem wir jetzt angefangen haben, so ein bisschen Age 2 zu spielen, aber das ja ehrlicherweise mit unserem Spielvermögen eine klitzekleine Vollkatastrophe ist. Ja. Man muss ehrlicherweise sagen, das könnte auch ich nicht retten. So viel besser als Java bin ich am Ende halt doch nicht. Haben wir uns überlegt, wir holen uns ein bisschen fachkundige Unterstützung in Form von Bodkin, der uns in diesem Spiel ein bisschen erklären wird, wie der Hase hier so läuft. Ja, und ich bin ein geborener Erklärbär, deshalb habe ich das so direkt angenommen. Ja, das ist eigentlich extrem cool und wer weiß, vielleicht können wir uns irgendwann mal mit Age 3 revanchieren. Genau, das ist dann der Plan. Wir spielen jetzt erstmal 3 vs. 3 mit mittlerer KI im Gegnerteam. Das ist natürlich für die Zuschauer von Bodkin jetzt irgendwie total affig, weil der eigentlich deutlich besser spielt als mittlere KI. Wir spielen aber definitiv nicht viel besser. Wir haben gerade mal eine Testrunde gemacht, das sollte schon passen und ich würde sagen, wir können dann auch direkt starten. Jo. Und es wird so laufen, dass Bodkin uns den Hintern retten wird, sollte es dazu kommen und ansonsten uns zurechtweist, wenn wir Quatsch machen. Wir haben genau. Ein bisschen Ahnung haben wir inzwischen vom Spiel. Wir haben so eine grobe Idee, was wir tun sollen. Und, genau. Also erste Anweisungen habe ich gegeben. Ich kannte natürlich in so kurzer Zeit keine komplette Build-Order eintrichtern. Aber wir haben es halt so gemacht, weil die beiden natürlich ein 2v2-Team sind, also immer zu zweit antreten in der Regel, dass wir halt einen Kavallerievolk und einen Schützenvolk hier zusammen haben. Briten und Perser, er ist ein klassisches Volk, es ist noch nicht gestartet, nein, das siehst du dann. Okay. Und da haben wir uns halt gedacht, also wenn man einmal der normale Start kann man sowohl auf Scouts als auch auf Bogenschützen quasi ummünzen. Ich habe den beiden mal eine grobe Anweisung gegeben. So, und jetzt habe ich das Spiel auf Starten gedrückt übrigens. Ja. Ich war nur irritiert, weil ich Sorge hatte, dass du schon längst auf Starten geklickt hast nee. Und es eben nicht startet und nee, es das bei mir nicht angezeigt wird. Ja, man muss dazu sagen, in Age of Empires 3, wenn alle Leute auf grün machen, startet das Spiel automatisch. Ah, okay, das ist gut zu wissen. Hier anders. So, wir haben das auch so eingestellt, dass ich auf jeden Fall zwischen den beiden starte. Das kann man mit der Farbe und der Option Teamposition quasi manipulieren. Und hab mir ein Carry-Volk ausgesucht, das auch natürlich das Potenzial hat, zur Not die Kohlen aus dem Eisen zu holen, quasi. Die Mongolen mit der sehr starken Spezialeinheit. Dass es nicht nötig sein wird, aber. Ja. Wir sind ja jetzt aufgewärmt, ihr wisst ja jetzt, was ich von euch erwarte, und dann. Ja. Ja, das wird schon. Die ist auf jeden Fall klar verteilt. Also hier auf der Karte einmal kurz sieht man, dass hier schon Dero im der eben nicht Dero, sondern Bodkin Arrow im Standard rot ist und grün auf der Karte etwas schwer zu sehen. Ist Dero, ich bin selbst mit blau am Start. Ja, haha, Tarnfarbe, mein Freund, Tarnfarbe. Genau. Und das haben wir gelernt, die ersten 6 Siedler wollen wir erstmal standardmäßig auf Nahrung schicken und dann wollen wir ein paar Siedler auf Holz schicken. Richtig. Das habe ich mir noch gemerkt, ja. Das Positive daran, dass ich Mongolen genommen habe, ist übrigens der Teambonus, dass alle Scouts mehr Sichtweite haben. Das heißt, die Erkundung wird euch auch ein bisschen leichter fallen jetzt. Ja, stimmt, die haben, was war es in der dunklen Zeit, 2 Teils oder so, mehr Sichtweite? Ungefähr sowas, ja. 2 Kacheln für diejenigen unter euch, denen Englisch nicht so liegt. Ich mache auch so eine Kachel. So kennt man mich. Dero die Kachel. Richtig, Dero die Kachel. So hoch wie breit. Nee, das ist Kachel. Egal. Kachelgott. Kachelgott. Das wiederum war. Das könnte Grünemeier sein, aber ist egal. Was zum Teufel? Schön, dass wir es geschafft haben, innerhalb von kürzester Zeit schon wieder komplett off-topic zu kommen, aber yay. Ja, also das erwartet euch auf dem Kanal von den beiden. So ungefähr, ja. Also ich meine, genau, wir können das ja kurz dazu sagen. Wie gesagt, ach so, ja, das sind hauptsächlich ja. Age 3. Ja. Du hast es vorhin schon, oder Dero hat es vorhin schon kurz angerissen. Genau. Wir haben jetzt vor kurzem auch angefangen mit Age 2, weil die Definitive Edition dafür halt schon ein Grund ist. Ich habe vorher noch nie Age 2 gespielt. Dero hat immerhin ein bisschen Age 2 gespielt. Und ja, damit. Ah, schon wieder meine Siedlerproduktion verkackt. Ja, ich kann dazu sagen, meine Age-3-Erfahrung ist relativ beschränkt. Ich hab's, hab auf diesem PC tatsächlich auch keine funktionierende Version davon. Ich hatte damals halt noch eine CD-Version und die hat's auf diesem Laptop leider nie geschafft. Warum geht mein Boy so komisch? Hallo? Holy ja. Shit, habe ich gut den Eber erledigt. Ist ein Eber, ne? Joa. Ich weiß nicht. Kann also, ein Eber sein, steht nicht oder? Dran.
Eine Sau. Also wenn wir uns, wenn wir das dann irgendwann mal die Rollen hier umdrehen, dann können die beiden mir sicherlich auch das ein oder andere erklären in ihrer Expertise. Oh Gott, was habe ich getan? Nein! Warum habe ich die Dorfglocke gedrückt? Ich und Hotkeys, das ist auch ich habe mir die Dorfglocke komplett ausgeschaltet sogar. Also ich habe den Hotkey quasi weggemacht. Sehr gut. Das bringt nämlich gar nichts. Außer dich selbst sabotieren. Gut, in H3 muss man ehrlicherweise sagen, ist die manchmal durchaus sinnvoll, weil in H3 hast du ja relativ, also am Ende halt relativ viele Mühlen und Plantagen, wo halt deine Leute dann auf Ewigkeit Nahrung und Gold generieren. Ja. Und der große Vorteil von der Dorfglocke gegenüber dem manuellen Reinschicken ist der, dass die Leute halt dann an ihre Arbeit an den einzelnen Mühlen zurückkehren. Ja. Und das Problem ist, wenn du dann halt jetzt 100 Siedler hast und die arbeiten alle an irgendwelchen Plantagen und Mühlen, und du drückst dann nicht die Dorfglocke, sondern schickst sie ins Dorfzentrum, dann bist du damit ewig beschäftigt, die alle wieder halt in die entsprechenden Gebäuden zuzuweisen. Hm, verstehe. Weil du halt pro Gebäude maximal 10 Leute halt zuweisen kannst und dementsprechend, ja, wie gesagt, dauert das dann halt einfach eine Weile. Ja, und wie aber erwähnt, kann man das in Age of Empires trotzdem umgehen, indem ihr halt den Zurück-zur-Arbeit-Hotkey einfach verwendet. Ja, fuck, ich hab schon wieder zu spät angefangen, the Boar zu luren, glaube ich. Ja, aber das ist auf alles jeden Fall Erfahrungssache. Eine sehr, sehr coole Komfortfunktion, die halt durchaus auch fehlt für, Nein, er hat meinen Siedler getötet. Dein Gegner oder der Boar? Ne, der Boar, weil mein Siedler... Boar sollte am Dorfzentrum vorbeirennen, aber dadurch, dass die anderen dann in dem Moment angefangen haben zu sammeln, ja, hat das nicht so recht funktioniert. Klassiker. Ja, ja. Deswegen erforsche ich ja für sowas Lumen. Webstuhl für die Nicht-Englisch sprechen. Wenn wir das schon anfangen. Ja, es kann vielleicht für diejenigen unter euch, die einfach keine Ahnung von dem Spiel haben, auch nochmal sehr aufschlussreich sein, das Ganze hier, weil wir natürlich auch einfach keine Ahnung haben und ihr deswegen vielleicht so ein bisschen mit uns mitlernen könnt. Vielleicht, unter Umständen. Wenn ihr da Bock drauf habt. Oh Gott, jetzt sammle ich mit 3 Leuten an dem Schaf, ich tue das Unaussprechliche. Eins mehr als geschlachtet werden sollte, oder was? Nein, ich sammle mit nur drei Leuten an einem. Ach so, insgesamt, okay. Ja. Ich hatte bislang noch nicht so ganz die Gelegenheit, mich auf euch zu konzentrieren, ehrlich gesagt. Besser so. Ja, ich wollte gerade sagen, also hast du ja auf jeden Fall alles richtig gemacht. Ach du Kack, was wird das denn? Was, oh. was soll das werden? Was ich da links mache, ich hab gedacht, ich sammle dann hinterher das mit den Siedlern, die ich da gerade alle hinschicke, hinterher das Gold und vorher die Schafe da. Die Schafe, die kannst du konvertieren und zu deinem Lager schicken, das weißt du schon, ne? Ich dachte, das wären normale Sammeltiere, weil ich da vorhin schon mein Speer dran vorbei reiten gelassen habe. Also du bist, wie man so schön sagt, im Titanic-Modus. Titanic-Modus, also geradeaus auf dem Weg Richtung Eisberg oder... So einen Dreh, ja. Java im Titanic-Modus ist auch eine schöne Überschrift für dieses... Geier, ey. Jetzt laufen die alle zurück. Ach ja, schön. Einmal richtig komplett unnötig geeidelt. Sehr gut. Einmal mit Profis. Ja, deswegen machen wir es ja jetzt einmal mit Profis. Aha, genau, Gott. Richtig. Please kill me already. Ja, also ich bin bei uns der Flachwitz-Spezialist, wirst du schon mitgekriegt haben. Gut, ist immer wichtig, eine klare Aufteilung zu haben, was sowas angeht. Auf jeden Fall, ja. Würden wir uns auf jeden Fall auch nicht nehmen lassen. Ach, ich hätte jetzt wahrscheinlich wieder ein paar mehr auf. Ja, diese Völkerwanderung, das würde ich euch mittelfristig abgewöhnen wollen. Diese Völkerwanderung, die ich da gerade unternommen habe. Ja, ihr habt ihr beide mittlerweile. Also, dass ihr wirklich so eine Gruppe von gefühlt 15 Leuten einfach quer durch die Pampa schickt. Ist nicht so effizient tatsächlich. Ja, eigentlich hatte ich gedacht, das sind normale Jagdtiere und deswegen macht das total Sinn. Ja, nee, in Age eher nicht so. Eher basenzentriert das Ganze. Fast Age hier, Junge. Wer ich? Ja, du. Wer sonst? Was ist denn hier Fast Age? Ja, du bist der Erste, der geaged ist, deswegen Fast Age. Ich bin ganz normal mit den 22 Leuten, wie vorhin erklärt und exerziert und praktiziert, geaged. Ja, ich nicht. Ich mit 23. Ich frage mich selber auch so ein bisschen warum, aber... Tja. Das muss ich auch nicht verstehen. So, wenn ich... Achso, fuck, da war ja noch was. Ich wollte ja dringend meine Kaserne gebaut haben, sonst wird das ja gleich mit dem Archer Rush ja. Ist ja ein bisschen schwierig. Wie viele Leute sollte ich jetzt ans Gold stellen am Anfang? So 4 oder so, ne? Ja, also du brauchst insgesamt so 7 oder 8 insgesamt, um die Produktion dauerhaft aufrechterhalten zu können, aus 2 Schießanlagen.
Das ist so der Richtwert quasi. Du brauchst mir jetzt mal die Schmiede. Ich habe auch nie verstanden, warum die Schmiede ein ziviles Gebäude sein soll, aber gut. Muss ich ja auch nicht. Also bildest du ja kein Militär aus, also ist doch sehr zivil das Ganze. Der Gelbe hat übrigens sein Wildschwein vergessen, das ist auch cool. Das macht die KI manchmal, oder ja, oh, vielleicht sammelt die auf Mittel gar keine Wildschweine, das kann auch sein. Ich habe die ehrlich gesagt auf Mittel noch nicht probiert, soweit. Ja, ja. Mock uns ruhig, alles klar. Niemand hat die Absicht, sich über dich lustig zu machen. Nein, absolut nicht. Nichts läge uns ferner. Ja, fair enough. Ich habe jetzt übrigens auch meine ersten Reiter fast schon im Bau. Also ich habe sie jetzt im Bau. Ja, siehst du mal, ich nicht. Ich habe aber jetzt auch keine Nahrungsquellen mehr, das ist so ein gewisses Problem. Ist noch kein einziges Feld, oder was? Also ihr macht im Prinzip gerade so... warte mal. Nee, doch, ist richtig, okay, doch. Java hat die ganzen Felder gemacht. Das ist schon richtig. Soll ich doch, oder nicht? Ja, ja, ist schon richtig. Ich habe gerade gedacht, der hat es irgendwie falsch rum gemacht. Aber das ist zum Glück nicht. Schön. Falsch rum? Also, dass einer von euch die Farben für die geballert hätte und dann jetzt gedacht hätte, okay, jetzt mal richtig Bogenschützen ballern. Das ist zum Glück nicht passiert. Ah, okay, also die KIs, die sind auch komplett Titanic. Die haben ihre ganzen Ressourcen einfach komplett überall rumliegen lassen. My heart must go on. Und Java holt sich hier First Blood oder was wird das? Gegen den Scout. Oh, wie was? Ich weiß noch nicht mal, wo ich mir gerade First Blood hole. So. Da oben. Ja, scheint so. Das ist immer das Geile, wenn die Einheiten einfach komplett eigenmächtig anfangen, durch die Gegend zu rennen. So. Oh, ich idle mein Dorfzentrum. Da habe ich auch gehört, dass das nicht so empfehlenswert ist. Das ist, ja, gut. Tatsächlich. Eher semi-optimal tatsächlich. Das ist eigentlich der Weg zum Erfolg. Ja, aber. Hidden Secret Strategy. Aber sowas von, ey. It's not a bucket, it's a feature. It's not a bucket, it's a feature. So. Ah. Also hier die ersten Felder am besten immer im Dorfzentrum bauen, dann bist du einfach geschützt, oder? Also hier, dieses Layout gefällt mir schon sehr gut hier bei Java. Nee, im Ernst, nice. Das genauso soll es sein. Ja, ich weiß. Dachte ich mir. Oh Mann, ey. Das ist wirklich. Boah, überleg mal, jetzt finden neue Leute unseren Kanal dadurch. Und gesagt, Alter, was für Affen, ey. Hat der Botkin nichts Besseres zu tun in seiner Freizeit? Die Antwort ist nein. Super. So. Und für die, die es auf meinem Kanal gucken, ich entwickle jetzt den Botkin-File, denn so muss das sein. Richtig. Was sein muss, muss sein. Richtig, ich habe ja auch gewisse Standards. Die Idee, mal eine Schmiede zu bauen, mache ich auch klar mal. Ja. Für Reiter nicht ganz so wichtig tatsächlich. Ja, aber es gibt ja am ersten, gibt es schon zwei, drei Verbesserungen, gibt es da, ne? Zwei, ja, aber die sind halt in der dunklen Zeit erstmal, also bei denen ist erstmal Masse quasi wichtig. Wenn du das sagst, wird es schon stimmen. Eben. Eben. Autoritätsargument. Zieht immer. Ja, bei Java eh. So, jetzt hier der taktische Rückzug am besten. Die hängen nämlich gut fest, die Einheiten. Ja. Alter, was habe ich denn da bitte gerade gemacht? Man weiß es nicht. Ich habe gerade einen Fall durch die gesamte gegnerische Basis in Auftrag gegeben. Geil. Wow. Legend. So, man baue mir mehr. Man baue mir mehr Bogenschützen, dankeschön. Mein Gott. Ja, also, aber vom Basenbau her sieht man schon, dass ihr das ein oder andere ATS schon mal gespielt habt. Das ist schon nicht so verkehrt. Das war jetzt so das minimale Kompliment, was er raushauen. Ja, ich wollte es nicht übertreiben. So ungefähr, ne? Nicht, dass ihr, euch direkt irgendwie überschätzt. Habe ich nicht gerade versucht, meine gesamten Einheiten zu retten? Das hat nicht so gut funktioniert. Das war so das Kompliment-Äquivalent von ich möchte mich nicht gleich in den Graben stürzen, wenn ich mir das so anschaue. Richtig, ja. So ungefähr fühle ich mich gerade. Oh Mann, ey. Feels bad. Aber hey, hier, ich habe schon einige Kills gesehen. Und soll was sein? Wo sind die grünen Archer eigentlich? Ja, da sind sie, okay.
Ich habe mein Escort Scout kommt dazu. Die KI hat mittlerweile gelernt, sich da taktisch schon zurückzuziehen. Das ist schon, schon nicht schlecht tatsächlich. Hat die früher nicht gekonnt. Ach Gott, da kommen jede Menge. Nee, Jungs, das ist nicht. Was soll ich gegen Plänkler machen? Eigene Plänkler? Erstmal zurückziehen und normalerweise kann man dagegen halt natürlich mit hier Dings vorgehen. Reitern. Dann kannst du auch eigene Plänkler halt reinmischen, genau, das ist auch eine gute Idee. Er hat extrem viele gemacht. Ja, der hat einen richtigen Fetisch für die, wie es aussieht. Ah, lauft mal eben, Jungs. Aber er greift sich nicht weiter an, eigentlich, wie ich sehe. Also er zieht sich zurück wieder. Ich bin mal wieder hoffnungslos poppt. Das klingt falsch, aber ist okay. Bin poppt. Dachte ich mir auch, dass das so ein bisschen verkehrt klingt. But who am I to judge? Ah, Maguda in meiner Basis. Lauft um euer Leben. Das sind Freunde. Ja, die tun dir nichts. Noch. Cool, danke für den Hinweis. Gucken, ob wir an dem Holzfällerlager auch Siedler sammeln. Tun sie, dann kann man da doch direkt mal mit der leichten Kavallerie hinrushen. Ich habe gerade meinen ersten Kill bei einem Wolf verübt. Nice. Also ich bleib hier quasi als Rückzugsmöglichkeit für dich stehen, falls du so viel Stress hast, lauf zu dem Mango da. Oh Gott. Ich age jetzt mal ab. Nicht mehr auf den Scheiß hier. Wow. Du scheinst schon deutlich mehr. Naja, ich brauche halt so ein bisschen Wirtschaft. Also meine Wirtschaft ist momentan halt echt ein bisschen bescheiden. Das könnte man halt mal ändern. Ey, da kommen jede Menge Kamele. Wo? Ach da, okay. Ja, dann. Lauf zu einem. Gut, ey. Gut, ich age jetzt auch mal. Hat er mich jetzt praktisch nur noch... nicht rein patrouilliert tatsächlich. Da fehlen mir jetzt gerade so ein bisschen die Archer. Hey, es passt, du passierst sie. Ja, ich habe zu viele Plänkler, zu wenig Archer, das ist meine. Ist okay, hier, die machst du aber hier kann man die mal gewinnbringend. Ja. Einsetzen. Nein, ich schaff's immer wieder den Typen so ein bisschen anzuraden. Anzuraden? Was ist denn? Naja, ich renn halt hin, kill da 2-3 Siedler und dann renne ich wieder zurück, wenn der mit seinen Pikeman kommt. Hört sich doch produktiv an. Ja, ich bin wirklich. Also was halt schade ist, dass du gerade deine Armee hier gewastet hast, so ein bisschen. Aber sonst war das super. Das war der falsche, ich habe meine Armee gewastet. Ach so. Oh, ja, sowohl als auch. Ich wollte schon sagen, ich hätte das doch mitbekommen. Also niemals würde ich, also, weißt du? So. Grundsätzlich. Nichts läge im Ferner, ja. Ja, das ist in der Tat ein bisschen schade. Das müssten wir jetzt auch in absehbarer Zeit mal wieder ändern. Also, das mit dem Armee-Wasten. So, ein paar Leute habe ich doch noch, oder? Wo sind die da hinten? Ach, da. Du gratulierst dir hier einen ab mit dem Magulay. Ja, das sieht einfach. Also, ich bin eigentlich nur dazu da, ein paar Style-Punkte einzuräumen. Der Rest ist mir egal. Und es gibt nichts Schöneres als patrouillierende Magulay. Oh, der Baum, der ist stört. Magulay oder Magulay? Magulay, da ist ein N mit drin. Ist ein N mit drin? Okay. Ja. So. Wo ist eigentlich mein zweites Stein hier? Okay. Get in der Chopper! Okay, die Sprüche kannst du schon, das ist sehr gut. Das ist mit das Wichtigste. Man muss halt auch Prioritäten setzen. Eben. Oder?
Ach, da unten sind sogar noch, warte, was sind das? Wölfe, okay. Diesmal habe ich es auch geschafft, mich einigermaßen gewinnbringend einzuballen. Sehr gut. Gewinnbringend ist immer gut. Im letzten Spiel, in der Testrunde vorhin, wo ich einfach komplett überrannt wurde. Ja, die sollst du dann vielleicht nicht so direkt zum Vorbild nehmen. Nee. Gib mir mal ein bisschen Holz, Leute. Ich will auch nur die scheiß Säge erforschen, das kann auch nicht so schwer sein. Warum hab ich denn schon wieder so einen eklatanten Mangel an Holz, Alter? Ich hab 19 Holzteilfälle. Kann nicht sein. Na ja, gut, so, jetzt bringen wir hier mal ein paar Armbrustschützen raus. Hat auch lange genug gedauert jetzt. Vergesst das mit dem Einballen mal wieder. Ich habe festgestellt, dass ich hier unten noch komplett offen bin. Ha, Java ist untenrum komplett offen. Lol. Aber sowas von LOL. Was ist überhaupt für eine Ausdrucksweise LOL? Immer diese Anglizismen. Kein Engländer auf diesem Planeten sagt LOL. Ich weiß das. Gut. Wenn du das sagst. Vertraue meiner Autorität. Ja, jetzt verstehe ich auch, warum meine Units so langsam gebaut werden, weil aus einem nicht öffentlichen Grunde zwei von meinen Kasernen nicht in den. Von meinen Archery Ranges nicht in den Hotkeys drin waren. Voll Knufte und so. Also, das ist ein Wort, das müssen wir uns abheben. Ich möchte hier unten einmal kurz anmerken, wie geil ich hier unten schon aufräume. Ja, das, der wird richtig rasiert da unten. Ja. So viel zum Thema, die können überhaupt nicht spielen. Hab ich niemals gesagt. Nee, aber ich. Höchstens impliziert. Ich hab das gesagt. Alter, der baut auch nur fucking Kamele. Was ist mit dem? Ja, frech, dass der Counter-Einheiten macht, ne? Achso, das ist ja die andere Seite. Quatsch, der macht ja keine Counter. Warum hakt das Spiel an hier immer? Was soll denn der Scheiß? Ich hakt überhaupt nichts eigentlich. Also ich weiß nicht, wenn dann bekomme ich nicht mit, dass es hakt. Nee, das ist ja bei mir halt nur so ein bisschen. Wenn dann denke ich, das ist normal bei dem Spiel, dass es so hakt. Alter, wie viele Kamele hat der denn gebaut, bitte? Ja, jetzt kommt er ja aber zu zweit. Ist natürlich. Ist okay, ich bin da. Papa ist ja da. Richtig. Oh, noch Stein eigentlich. Irgendwo in der Mitte vielleicht. Da. Boah, hat ja so lange gedauert, bis die ganzen Kamele da tot waren. Schlimm. Achso, ich hab noch ein Kamel in meiner Basis. Ja, das ist natürlich. Nicht so der Burner. Okay, ihr habt kein Gold mehr, das sollte man ändern. Okay, so langsam wird das hier aber ein bisschen viel mit dem ganzen Holz, das kann man mal ändern. Bei Java sieht's gut aus, oder? Hey, danke. Ich frage, das war eine Frage, keine Aussage. Ach so. Du Affe. Erstmal das Kompliment annehmen, dann Fragen stellen. Ja, nee, alles super. Danke für die Frage. Alles top. Nee, bei mir sieht's ganz gut aus, denke ich. Also ich kann nicht klagen, glaube ich. Okay. Abgesehen davon, dass ich mal wieder keine Häuser habe, ist alles ideal. Ja, das passiert mir auch häufiger mal. Wo ist jetzt eigentlich meine ganze Armee hingekommen? War da. Kommt einfach ein Mönch vorbei, ist das frech hier. Was fällt dem ein? Zwei Wölfe. Ach, hier unten ist auch noch offen. Ein Männchen mal, also das muss ja nun nicht sein. Oh, was? Von dem werde ich angegriffen? Ihr Wald überhaupt nicht, ne?
Mir ist das wurscht, ich hab genug Einheiten. Außerdem bin ich am weitesten von Gegnern weg. Ihr seid die Pufferzone. Alles klar. Nee, das war mehr so. Nee, aber natürlich ist allgemein gut, strategisch gut platzierte Mauern zu bauen. Das ist natürlich klar. Ich habe hab einen Handelskern gebaut, das wollte ich gar nicht. Okay. Verstanden habe, oder? Hat jemand anders schon mal aus Versehen Marktkarren gebaut? Nee, ne? Okay, dann ist das jetzt ein Scout. Ich glaube, ich baue mal ein paar Kriegselefanten, just for the lulz. Was baue ich denn eigentlich als Konter gegen Fänkler? Soll ich selber ein bisschen Kraft bauen, oder? Kannst du machen, aber kannst du meine Mango da kurz mal da reinrotzen lassen? Ah, cool, ich hab. Ah, das Gold ist ja voll verbuggt, Mann. Talking about Gold. Ich verpack das Gold in gefunden. Und zusätzliche Beeren, warum auch nicht? Nimmt man. Ja. Wenn man sie kriegt. Ja. Ich könnte jetzt auch mal auf berittene Bogenschützen gehen. Das ist mit Briten voll der Burner, habe ich gehört. Die haben da alle Verbesserungen für. Nee, das ist Schwachsinn, tatsächlich. You're not safe. Nur, dass jemand hier sich falsche Tipps abholt. Nein, alles gut, aber also so, ja. Er hat manchmal einen etwas unauffälligen Sarkasmus, würde ich sagen. Für mich jetzt nicht mehr so, aber für andere mit Sicherheit. Ey, ihr habt schon andere komische Sachen gesagt. Ich muss immer vorsichtig bleiben. Das stimmt. Was heißt andere komische Sachen? Ich gehe jetzt nicht in Details rein. Fair enough. Ich habe 120 Sekunden. Wir haben doch nur gesagt, Alter, jetzt kommt ihr aber nur noch Kaff, ey. Okay, gut, also die waren nur noch Kaff und Plänkler, also irgendwie das kann ich mir ein bisschen an die Hutschnur stecken mit den Bogenschützen. Also gegen Kavallerie sind die ja gut, deine Schützen, das passt schon. Wenn ich genug davon hätte, ja, aber das Problem ist, ich krieg's momentan mal wieder trotz 4 Archery Ranges irgendwie nicht hin, eine vernünftige Armeedichte hier hinzukriegen. Übrigens voll gemein, dass ihr die ganze Zeit zweit kämpft und ich hier die ganze Zeit alleine stehe. Wir kämpfen auch gegen zwei Leute, Alter. Du kannst auch sagen, wenn du Hilfe brauchst. Ich brauche ja keine Hilfe. Ja, das war gut. Darum geht's nicht. 40 Einser. Ja, tut er häufiger mal. Das Stein hier benutzt du nicht, ne? Das nehme ich mir. Gönn dir. Mach. Ich meine, ich hätte es mir auch genommen, wenn du jetzt Nein gesagt hättest wahrscheinlich. Also. Kommen hier sogar schon Petarden, ey. Was, wo? Wer solche Mitspieler hat, braucht keine Gegenspieler mehr. So ist es. Wo zum Geier habe ich eigentlich 30 Holzsammler? Und noch bessere Frage, warum zum Geier habe ich 30 Holzsammler? Ach, guck mal, wir sammeln hier ganz, ganz einvernehmlich irgendwie da dieses... Oh Gott, jetzt kommen wir schon wieder Kamele. Gib Ruhe. Ja, Kamele können ja nicht relativ egal sein. Ja, aber wie gesagt, das Problem ist halt, man braucht irgendwie so eine kritische Masse an Archers, um die halt schön raussnipen zu können. Ja, das stimmt schon. Ich wollte da oben jetzt eigentlich mal seine ganzen Holzsammler hier wegmachen, die hier oben da verbotenerweise an meiner Woodline. Jetzt verstehe ich auch, woher mein Trugschluss kommt, dass ich glaube immer, dass ich viel mehr Units in Auftrag gebe, als ich eigentlich tue. Weil das Ding ist, wenn du hier mehrere Gebäude in einer Kontrollgruppe hast und du dann einmal auf die entsprechende Unit halt klickst, dann bildet der halt eine Unit davon aus. Die verteilt er dann zwar regelmäßig auf die Gebäude, aber in H3 ist es so, dass du, wenn du da einmal draufklickst, jedes von den Gebäuden dann eine von diesen Unit queued. Ah. Ja, nee, du musst für jede einzelne Unit musst du queuen. Jeder Klick zählt hier. Jeder Klick zählt. Auch schön. Muss einem ja auch gesagt werden. Ja, ich bin mittlerweile bei 60 Holzsammlern. Schön. Nett. Ich brauche trotzdem ein paar mehr Goldsammler, das hilft hier alles nichts. 60 Holzsammler. Ja, besser zu viel als zu wenig, ne? Achso, ja gut, stimmt. Sorry, jetzt klaut er mir hier schon sein Secondary Gold, Alter. Mein Secondary Gold ist ganz zu glauben. Dahinter meiner Basis. Das ist Stein, ja? Und ich habe gefragt extra.
Nee, das ist Gold. Also das ist Stein. Das ist Stein, ja, aber ich meinte das hier. Oh, achso, ja. Ich dachte, das wäre neutral. Das ist immer noch ein bisschen verwirrend. Mit den Stimmen kriege ich nicht hin, tut mir leid. Nee, dann bin ich frecher, dann nehme ich mir das von dem anderen. Das ist okay. Ach du, von dem gelben. Von ihr redet. Wir klauen uns freundschaftlich Ressourcen. Oder das, was er für freundschaftlich hält. Das ist Interpretationssache immer. So, jetzt schone ich mein Gold aber mal ein bisschen, baue stattdessen ein paar Plänkler und dann gehe ich mal ins Vierte. Ins Vierte? Ja. Bist du nicht schon längst im Vierten? Was? Nein. Ich bin die ganze Zeit in der Ritterzeit. Okay. Ritter! Ich glaube, ich baue zwischendurch einfach mal nochmal eine Burg. Gut, Plänkler könnte ich tatsächlich ohne Ende bauen, wenn ich mir das hier so angucke. Gut, ich entschuldige mich mal kurz bei unseren Zuschauern, dass ich hier die ganze Zeit nichts von eurem Kampfgeschehen zeige. Das ist okay. Ja, es interessiert halt auch einfach keinen, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, weil dann entschuldige ich mich, dass ich auch relativ passiv bleibe, aber das war Teil des DLC quasi. Das ist ein bisschen chiller quasi. Aber ja, dafür, dass du uns eigentlich die ganze Zeit korrigieren wolltest, habe ich erstaunlich wenig Kritik geerntet, ja, für meinen Geschmack. Ja. Also ich werde mich nicht beschweren, ne? Ich habe halt einfach das Gefühl, ich bin ja wirklich jetzt einfach ein guter Spieler geworden innerhalb von... Ja, doch, also ich bin halt einfach ein guter Lehrer, muss man dazu sagen. Einfach durch Hand auflegen macht ich der einfach, das. Meine pure Anwesenheit macht Leute direkt mal 200 Elo das besser. Das ist der Wahnsinn, wirklich. Ich habe so viel gelernt gerade. Es ist nicht von dieser Welt. Also ich habe auf jeden Fall den weltbesten Goldsammler hier. Anders kommt er da leider nicht dran. Und auch nur der eine. Ich könnte auf die andere Seite noch ein Lager machen, fällt mir dann auf. Goddammit, jetzt habe ich hier auch nirgendwo mehr Gold. Ach doch, du hast mir da oben das Überreste netterweise gelassen. Ja, ich kann euch auch Gold schicken. Ich bin an der Maximalbevölkerung. Wer braucht der Frage? Ich habe noch. Bei mir ist ganz gut. Ich habe auch immer noch Holz zum Abwinken. Das ist echt super krass. Aber wenn ich einfach mal die Mühlenverbesserung gemacht hätte, das hätte vielleicht geholfen. Nee, das wäre zu einfach gewesen. Ja, aber speaking of zu einfach, also ich rasiere den einen hier jetzt gerade auch schon ganz gut. Immerhin einer von uns. Also irgendwie, ich bin... Ich geh mal den Lilanen töten. Mach du mal. Ich bin irgendwie immer noch nicht so ganz hundertprozentig glücklich mit diesem Archer Rush, muss ich sagen. Also ich krieg das noch nicht richtig gut hin, irgendwie da meine Units so dick rauszubringen, dass ich dann irgendwie auch eine Chance hätte. Tja, dann kann ich nur eines empfehlen, den Einsteiger-Guide von Botkin Arrow. Ja genau, das Folge 3, auch noch mal Archer Rush. Sagen. Wir haben vorhin schon beim ersten gut, Gespräch... Gut, das hätte ich kommen sehen müssen, muss ja, man sagen. Also komm, das war eine Vorlage. Ja, das war eine extrem gute Vorlage, das stimmt. Dass der liebe Botkin Arrow sich die Mühe gemacht hat, praktisch Build Orders und Tutorials sozusagen als Mod für dieses Spiel auf Deutsch zu übersetzen. Ich meine, ja, wir werden das, jetzt er hat auch selber welche gemacht. Achso, ich meinte erstmal, dass ich natürlich allgemein Tutorial-Videos habe. Das war jetzt erstmal die Ansage. Auch das, ja. Und dann gibt es auch im Mod-Center, genau, und da habe ich gerade übersetzt die interaktiven Tutorials. Ja, die hat mich nicht selbst geschrieben, habe ich nur die Übersetzung von gemacht. Die gab es halt ursprünglich nur auf Englisch. Und ja, da kann man quasi die gängigsten Eröffnungen alle interaktiv lernen mit meiner Stimme als Begleitung quasi. Was natürlich extrem cool ist. So, also, ja, durchaus. Dass es mit jeden, seiner Stimme ist? Nee, aber... Nee. Ach, jetzt ist seine Stimme nicht cool, auf. Ja, kein Wunder. Guck dir mal an, was ich die ganze Zeit bei dem mache. Irgendwer bekehrt die Units von mir. Das Geräusch macht mich nervös. Das ist das dritte von diesen Geräuschen, das man in Age nicht hören will. Stimmt, ja. Aber auf jeden Fall schaut da auf jeden Fall mal. Also ich habe jetzt gerade die Ferrari-Rammen hier am Start von den Mongolen, die sind viel schneller als die anderen Rammen. Ja, oh, die sind echt geil. Mit die schickste einer im Spiel. Der mittelalterliche Ferrari. Mit den hübschen Metallplatten noch drauf. Na, Chromfelgen.
Ja, genau. Was man auch noch dazu sagen kann, wir haben vorhin schon eins auf den Deckel bekommen, weil wir hier die Ultra-HD Top-of-the-Notch krasse Grafik drauf haben. Ja, was heißt auf den Deckel bekommen? Ich habe nur hingewiesen, dass es scheiße aussieht. Nein, also es macht natürlich, also es sollte am Spielgeschehen an sich natürlich nichts verändern, nur bei der optischen Wirkung des Spielgeschehens. Und ich habe natürlich hier jetzt nicht die Oldschool-Grafik drauf, sondern ich habe jetzt halt das Beste, was das Spiel kann sozusagen, und viele von den Spielern, die schon Age 2 gespielt haben, als es noch keine Definitive Edition oder HD-Version gab, mögen halt eher so dieses klassische. Warum bin ich eigentlich bei Blau jetzt die ganze Zeit? Ihr seid alle, wir müssen Geld machen. Also Hellblau ist schon tot, ja, jetzt ist vorbei. Nevermind. Okay. So. Nevermind. Ach Gott, ey. Also wie gesagt, mit dem Arthur Rush kann ich mich noch nicht so ganz anfreunden. Ich glaube, da muss ich nochmal so ein Einsteiger-Tutorial schauen. Hust, hust. Ja, ja. Das habe ich gerade nochmal gehustet. Nee, aber ich habe einen Einsteiger-Guide, in der ich in der ersten Folge quasi einfach diese Standarderöffnung, von der ich schon mal gesprochen hatte, quasi so eine Art Basis erkläre. Und dann in der dritten Folge sowohl den Arch als auch den Scout Rush quasi als darauf folgende Lektion quasi gemacht habe. Also ja, da könntet ihr das theoretisch lernen. Oder ihr macht einfach drauf los weiter. Das scheint ja auch zu funktionieren. Ja, also ja, gegen die mittlere KI. Ja, mittlere das KI muss man dazu sagen. Auch so. Aber ist auf jeden Fall für Leute, die es halt mal richtig lernen wollen, definitiv sinnvoll. Und das schauen wir uns sicherlich auch nochmal an, wenn wir die Zeit haben. Wir wollten jetzt aber halt einfach mal ein Spiel drauf losspielen mit Botkin. Genau. Und sind sehr froh, dass das geklappt hat. Genau, richtig. Also die weitere Zukunft dieser Reihe wird wohl so aussehen. Wir gucken erstmal, wie das bei euch so ankommt. Also vor allem natürlich bei Botkins Zuschauern. Ich meine, unsere kennen unsere brillante Spieler will natürlich schon, wenn deine Zuschauer jetzt die Hände beim Kopf zusammenschlagen und sich sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was sind das für welche, dann ist das natürlich auch okay, aber ansonsten haben wir als weitere Videos in dieser Reihe einfach geplant, dass wir demnächst halt ein paar 2 vs. 2 gegen KI spielen werden, also Java und ich, und Botkin wird uns dann tatsächlich dann mal aus der Zuschauerperspektive coachen. Hat damit natürlich dann auch so ein bisschen direktere Kontrolle über das, was wir machen, und dann wird hier sozusagen das Training richtig losgehen. Das war jetzt erstmal sozusagen eine kleine Vorstellungsrunde irgendwie, um die jeweiligen Zuschauer des anderen Kanals mal mit den jeweiligen anderen YouTubern vertraut zu machen. Ja, genau. Botkin ist auch erfahrener Coach, hat das schon in der Vergangenheit gemacht, erfolgreich und so viel. Na, erfolgreich weiß ich nicht. Also ich habe dann nie wieder Feedback bekommen dann. Nein. Aber ich sag mal, ich frag mich immer nach 3 Jahren nochmal nach und guck, wo die geblieben sind, die Leute, das meine ich. Ja, klar. Das ist ja auch mal die Frage, ja, wie lange die Leute dranbleiben wollen. Ne? Also manche besprochen, wie viel Population ihr so gemacht habt. Jetzt muss ich da doch am Ende noch ein bisschen das Kritteln rausholen, ja, damit niemand denkt, ihr hättet das gut gemacht. Also mit wie vielen Dorfwohnern ist denn der Herr U, der U, nach oben gegangen in die nächste Zeit? 23. Okay, dann hast du ungefähr 2,5 Minuten lang gar nichts gemacht in der dunklen Zeit mit deinem Dorfzentrum. Ja, du bist sehr spät geaged, das sehe ich. Ja, auch. Das war halt echt. Also ich hab 27 Populationen gemacht und ich war 30 Sekunden früher dran als du. Nee, ich habe Blumen irgendwann erforscht. Ich weiß nicht, ob du Blumen erforscht hast in der Zeit. Ja, klar, habe ich, ja. Okay. Und Blumen dauert auch genauso lange wie ein Dorfbewohner, also das ist keine Ausrede. Ja, ja, ich weiß. Warte mal, wo siehst du das denn? In der Statistik kannst du bei Technologie reingucken. Bei Technologie steht genau, wann du in welcher Zeit warst. Nee, das ist richtig. Warte mal kurz. In der Zeitlinie sieht man das auch, dass du etwas später gewesen bist. Aber dann musst du es da ablesen. Also in der Technologie steht bis auf die Sekunde natürlich. Ach nein, deswegen fragst du mich, also ich hab nur gerade, also bei H3 kann man sich angucken, wer wie viele Villager da wann gebaut hat, das kann man hier schon mal nicht. Ja, gibt's leider nicht. Nee, so genau ist das hier leider nicht. Schade, Marmelade. Hätte man eigentlich für die Definitive Edition nochmal machen können, weil solche, also so umfangreiche Statistiken zum Spielende, gerade so für Turniere, für Replay, für Livecast, was auch immer, halt eigentlich super interessant sind so, weil man im Spielgeschehen das halt nicht immer so analysieren kann. Also für die alte Version, für die CD-Version, die auch lange über Wubli gespielt wurde, wie H3 ja auch, gibt es viele Mods mit Super Spectator Overlay, mittlerweile auch ein Tool, das ein eigenes Programm ist quasi. Capture Age heißt das. Und das bringt halt alles viel, viel mehr, aber das, was die in Definitive Edition als Spectator und sowas reingebracht haben, das ist kompletter Müll einfach. Einfach gar nichts. Wollen wir hoffen, dass vielleicht noch da was nachgeliefert wird. Ich meine, sie sind da weiter am Entwickeln, hauen hin immer wieder bei Patches raus. Und ich glaube, es hängt so ein bisschen davon ab, wie jetzt die Community dieses Spiel halt auch annimmt. Und ich glaube, dann wollen sie das halt schon nachreichen. Aber ja. Aber das ist auf jeden Fall krass hier. Dero viel zu spät geaged, auf jeden Fall. Ja, halt die Klappe. Nein, der Punkt ist, ich hätte auch deutlich früher agen können. Ich habe halt nur bis zu den 22 Siedlern halt hochgearbeitet, weißt du? Also ich hatte schon 2 Siedler vorher gefühlt die Ressourcen dafür. Also früher agen hätte ich auf jeden Fall können, aber... Ja, aber du hättest ja eigentlich...
Also ich zwei Minuten habe ich das Dortzentrum definitiv nicht geeilt. Insgesamt doch, das ist rein rechnerisch. Wenn du 22 Populationen gemacht hast, dann hättest du in, also perfekte Zeit wäre, halt, was man niemals erreichen kann, wäre 10 Minuten 05 gewesen mit 22 Pop. Und da kannst du immer noch eine Minute Late Game, Multiplayer-Lag und sowas und Schlampigkeit mit draufrechnen, gerade beim Anfänger. Aber ja, du bist. Das passt ja bei mir, ich bin nämlich auch mit 22. Genau, genau. Bei dir passt es eigentlich. Also hast du ungefähr, du hast halt eine Minute Verspätung quasi. Das trotz meiner Völkerwanderung. Und das trotz deiner Völkerwanderung. Also die Build-Order scheint zu sitzen. aber 12:44 ist halt knapp 2 Minuten 40 langsamer als Optimalzeit. Und wenn man Kulanz rausrechnet, dann halt 1 Minute 50 oder irgendwie sowas. Also das ist jetzt sehr kritisch natürlich, aber das ist der Hauptpunkt, wo man sich einfach verbessern kann, wenn man das Dorfzentrum die ganze Zeit aktiv hält. Ja, das ist schon richtig. Das ist auch durchaus was halt irgendwie komplizierter ist, gerade im Umstieg von H3 auf H2, weil du halt in H3 hast du deine Herden und dann schickst du die halt zur nächsten Herde. Du sammelst immer an einer Herde und gehst dann irgendwann zur nächsten Herde. So. Ja. Und in H2 bringst du halt eher die Sachen zu deinem Dorfzentrum, als dass du dahin gehst. Genau, ne? Richtig. Und das zu timen, dass man dann den Boar, die Sau halt irgendwie schon ranholt. Und dann das ist saumäßig schwierig. Das ist, genau. Ja, genau. Alles klar, gut. Aber insofern würde ich sagen, wäre es das dann erstmal mit dieser kleinen Runde, mit dieser kleinen Folge. Vielen Dank an Botkin fürs Mitmachen. Vielen Dank für die Anfrage. Ja, gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt sind wir natürlich vor allem gespannt, wie ihr das so findet. Sowohl unsere Zuschauer als auch die von Botkin. Auf jeden Fall die Empfehlungen. Checkt den jeweils anderen Kanal mal aus. Irgendwie. Genau. Da könnt ihr Sachen finden, die euch interessieren. Sie haben auch schon viele mal gefragt, ob ich mal H3 zeigen kann. In Zukunft vielleicht mal. Aber schaut doch erstmal bei den beiden Gentlemen vorbei. Die haben da schon einen ganzen Kanal voll mit dem Zeug. Das genau, richtig. Ja. Wir haben im Prinzip auch so ein paar Erklärbär-Videos, wie du eben halt auch für H2. Und ja, wie gesagt, bei Botkin findet ihr halt zu H2 alle möglichen Anfänger-Tutorials. Ich weiß, ich habe auch Fortgeschrittene, aber... Ja, genau. So ein Mischmasch halt. Genau, und, aber die beiden, auf jeden Fall einiges zu finden. Genau, und die beiden findet ihr halt, wie gesagt, bei den Battle Brothers. Ich werde es natürlich auch nochmal verlinken, beziehungsweise wir verlinken uns einfach gegenseitig, dann ist das ganz einfach. Richtig. Ja, und insofern, wenn ihr das gut findet, dann hinterlasst noch einen Kommentar auf dem Video hier. Wir werden das beide hochladen, das heißt, ihr könnt auch euch die andere Sicht mal ansehen, wenn ihr wollt, und schauen, wie geil Botkin das mit seinen ganzen Hotkeys und alles hinbekommt, was wir nicht hinbekommen. Das ist auf jeden Fall ein ganz anderes Level, und lasst uns wissen, wie ihr es findet, und dann machen wir vielleicht mehr in die Richtung. Ja, absolut richtig. Ja, insofern habt erstmal noch einen schönen Tag, man hört sich in zukünftigen Videos. Macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao, ciao.